Stefan Mraz, neues Liebesnest für 1,2 Millionen Euro, und er bezahlt nichts. Stefan Mraz hat 6 neue Räder unter sich, er besitzt ein neues Wohnmobil, in dem er und Freundin Eva Luginger wohnen. Zahlen musste er für jenes, nichts. Stefan Mraz, er fährt ein neues Luxusmobil. Stefan Mraz, 48, ist stolz wie Bolle, er hat ein neues Luxuswohnmobil. Das Modell von der Firma Dimbell hat 539 PS zu bieten, ist 12 Meter lang, 2,55 Meter breit, 4 Meter hoch und wiegt 26 Tonnen. Insgesamt stehen dem immer wieder Sonntagsmoderator 38 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung, Wahnsinn. Den Platz muss er sich jedoch mit seiner Freundin Eva Luginger, 36, teilen, die mit ihm in das Luxusmobil gezogen ist. Kaufpreis des neuen gemeinsamen Liebesnest, 1,2 Millionen Euro. Auch wenn Mraz mit seiner Moderationstätigkeit sicher nicht schlecht verdient. Bleibt die Frage, wie sich das Paar diesen Luxus-Camping-Traum leisten kann. Tatsächlich mussten die beiden keinen Cent bezahlen. Denn Stefan wurde von der Herstellerfirma als Markenbotschafter ausgewählt. Ein sehr lukrativer Job, denn im Interview mit der Bild gesteht der 48-Jährige: Ich müsste viermal auf die Welt kommen, um mir dieses Wohnmobil selbst leisten zu können. Aber auch der Unterhalt ist nicht ohne. Das Wohnmobil ist wie ein Haus, das in Schuss gehalten werden muss. Stefan Mraz, mit Freundin Eva Luginger lebt und liebt er das Campingleben. Stefan Mraz fühlt sich in seinem neuen Camperpudel wohl. Eigentlich hatte er jedoch gar nicht vor, wieder ins Campingleben einzusteigen. Seine Freundin Eva Luginger, mit der er seit März 2023 offiziell zusammen ist, überredete ihn jedoch: Ich wollte ja eigentlich wieder sesshaft werden, aber meine Eva hatte die Idee, unser Leben ganz in ein Wohnmobil zu verlegen. Sie ist wie ich seit ihrer Kindheit ein großer Campingfan und liebt es, immer unterwegs zu sein. Es ist doch ganz romantisch, immer mal wieder in einer anderen Landschaft aufzuwachen. Außerdem sparen wir uns die Miete und sind immer in Bewegung. Und damit nicht nur Stefan die ganze Zeit am Steuer sitzt, nimmt es seine Liebste sogar auf sich, einen LKW-Führerschein zu machen. Dann kann sie mich beim Fahren auch mal ablösen und wird mein Schlager-Trucker-Bib. Es ist ja auch für eine Frau ein tolles Gefühl, den Lenker eines solchen Mega-Gefährts in den Händen zu haben und es zu steuern. Ein schöner Liebesbeweis von Eva an ihren Freund.